Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatuto, etwas ermattet beim Clan True Warriors. Ja, wie ich es eigentlich hasse, ich habe es im Thumbnail schon geschrieben, diese 15er CKs, die sind überhaupt nichts für mich und meine Nerven. Also das Problem ist ja, wenn du dort einmal verkackst, dann ist das sehr, sehr schwer aufzuholen und deswegen kann man sich da ganz, ganz wenig Fehler erlauben, aber trotzdem erstmal ein Glückwunsch und auch ein Dankeschön an den No Kids Clan für diesen wirklich guten Clankrieg. Also es hat mich wirklich gefreut, es war ganz, ganz stark auf Augenhöhe. Es gab eine Zeit, da haben wir ein bisschen an uns gezweifelt und nochmal Glückwunsch. Darauf auch mal ein Hopfen-Husi. Und wir gucken aber mal rein, es war wirklich ganz, ganz eng und wir haben so auf drei Viertel der Strecke tatsächlich gedacht, oh, das packen wir nicht mehr, denn der No-Kids-Clan hat echt gut angegriffen. Zudem kam noch dazu, dass wir zurzeit überhaupt keine Aufnahmen hatten, lag einfach daran, dass wir und sicherlich auch die von drüben nicht wollten, dass wir in deren Clan kommen, denn wir haben gegen einen deutschen Clan gespielt, was noch richtig, weiß ich nicht, viel, viel besser ist und der Clan auch, denke ich mal, glaube ich, altersmäßig auf unserer Höhe ist mit Ü18 und nachtaktiv vor allen Dingen. Oh, das ist eigentlich was für mich, dem Barfuß oder dem Avatar, da mal ein bisschen mitzurocken. Würde mich freuen, wäre ja echt witzig, wenn ich mal in einem Clan mitwirken darf, gegen den wir schon gespielt haben, um dort einfach ein bisschen, ich sag mal, weiter zu spielen, weiter zu unterstützen. Denn 12 gegen 12, das ist immer eine Nummer. Und das ist immer krass auf Augenhöhe. So war es auch diesmal. Uns hat am Ende so ein bisschen das Quäntchen Glück diesmal nicht gefehlt, sondern wir hatten es etwas mehr als der Gegner. Nämlich mit einem Stern Unterschied und noch ein paar Prozent mehr. Also richtig krasses Ding. Man sieht das auch. Also auf ersten Blick würde ich sagen, wenn ich das als Außenstehender so sehe und würde das Ergebnis nicht kennen, würde ich sagen, das ist top. Das ist gut gespielt. Das ist ein Sieg. Aber es war halt genau der eine Stern zu wenig auf unserer Seite, den wir auf deren Seite etwas mehr gemacht haben. Wenn auch sehr, sehr knapp erst ganz, ganz am Ende. Und der hat es nicht so schwer gehabt. Aber hatten es dennoch relativ schwer, sehr knackige und gute Bases hier auf Seiten des gegnerischen Clans. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich mir nicht das LAN hier abklemme. Ja, das ist besser. Und deswegen waren das hier wirklich knappe und starke Kämpfe. Ich habe mit meinem R8 nicht so gut angegriffen mit meinem R10. Da will ich gar nicht von sprechen. Eigentlich hätte ich fast gesagt, Thorsten, mach mal eine CK-Pause und übe erst mal ein bisschen. Muss ich wahrscheinlich auch machen. Und habe mit meinem Dorf auch mal wieder echt Lack gehabt. Ich habe es ja nur in zwei Mauern etwas umgebaut und mir nicht wirklich eine neue Base gebaut. Ich hatte keine Zeit dafür. Aber dennoch, also für mich waren es nicht zufriedenstellende Angriffe hier, auch wenn die Bases nicht so stark erschienen, aber sie waren schon taktisch gebaut. Und manchmal ist es ja so, dass du eine Base siehst und denkst, ah, das wird ein Dreier, ne? Gerade mit Luft nach wie vor ist Golaloon in aller Munde bei RH9. Und aber es ist nicht so. Ja? Auch hier sieht man es, die haben mir nämlich bei meinen Angriffen auch immer schwer zugetan, diese Skellies hier aus der Luft. Da ich habe einfach nicht dran gedacht, auch wenn ich ja mehrere Luftangriffe gemacht habe, dass ich mir wenigstens mal ein Gift aufbewahre für die Luftskellies, aber irgendwie, du weißt ja, ne? Im Eifer des Gefechts denkst du einfach nicht dran und auch beim zweiten Angriff, wenn du zwei Chars hast, du vergisst es einfach. Der Werwolf macht das hier jetzt mal ein bisschen besser von 13 auf 12. Der Krümel hat natürlich auch eben schön Reihe eingefahren, aber nach wie vor
vorm Update die Standard, hätte ich fast gesagt, RH9 Taktiken hier, richtig krasser Funnel hier, also muss ich schon sagen, er hat jetzt auch ja auch keinen Sprung dabei, sondern prügelt sich hier mit seinem Kill Squad durch diese Base durch. Die Clanburg-Truppen beim Gegner fand ich bis auf bei meinem Angriff, Dankeschön nochmal für den Hund, der mich so abgenervt hat. Ich habe echt so scheiße geschrien. Ich habe gedacht, ey nein, dieser bekloppte Hund hindert nämlich jetzt meine Queen daran, in die Base zu kommen. Also sie tat mir jetzt nicht, der tat mir dann an der Stelle nicht weh. Aber die Queen konnte auch nicht weiter bei meinem Killsquad unterstützen. Und das war natürlich ein bisschen blöd. Aber war nicht so schlimm. Ich nehme es ja immer sportlich. Auch Niederlagen oder nicht so gute Angriffe nehme ich immer sportlich. Und von daher ist das Ganze nur ein Spiel, aber dieses 15-15, das ist einfach nichts für mich. Das Problem ist tatsächlich im Moment, wir spielen nichts Höheres. Auch der nächste CK ist wieder ein 15-15, weil viele bei uns die Helden machen oder zurzeit, wir wissen es nicht genau, dauerrot sind, aus welchem Grund auch immer, mit beiden Helden. Und wir auch teilweise von den Leuten nichts hören. Und ja, da müssen wir mal sehen, wie wir da vorgehen. So ein bisschen haben wir uns schon unter uns Vizes und mit unseren Anführer kurzgeschlossen, was wir da kurzfristig oder langfristig machen können. Und wir wissen es noch nicht genau. Vielleicht stocken wir auf und schicken vielleicht den einen oder anderen doch mal woanders hin, denn wer pennt, der brennt. Also pennen kann man bei uns nicht, sondern man muss schon ein bisschen brennen. Klar, Helden macht man immer mal wieder. Dann ist halt eine Phase rot da, eine Woche ist rot da. Oder auch mal ein bisschen länger. Aber irgendwann muss man ja mal, man muss ja mal anfangen. Ja, ich kann einfach nicht warten, bis einige Leute hier meinen, ihre 30er Queen ist für RH10 immer noch viel, viel zu schwach und verlieren dadurch völlig an Spielpraxis. Das ist dann nämlich nicht mehr realistisch und es gibt ja nun doch bei uns den einen oder anderen, der auch nicht so hohe Helden hat, aber dennoch gut angreifen kann. Wie hier der Lukas zum Beispiel. Ja, Lukas immer bei uns ein Spätstarter, auch immer in den Streitereien dabei. Aber irgendwie geht das für Lukas auch immer gut aus, ist ja auch ein netter Typ. Dem kann man eigentlich gar nicht wirklich böse sein. Und macht das hier richtig gut. Auch der Kampf hier echt kurz vor Schluss holt er sich hier die 3 Sterne aus der Base und macht dann mit allen Unmut wieder, natürlich erstmal wieder weg, den wir sonst so haben oder hatten. Aber wie gesagt, man kann Lukas dann auch nicht wirklich böse sein, weil er macht nach wie vor gute Angriffe hier und der passte mal wieder wie Faust auf Auge. Richtig schön zeitnah, schön zum Ende, so ein 3 Sterne hier reingefahren. Tolles Ding und ja, Mut zur Lücke. Hier im oberen Bereich hat eigentlich auch nicht wirklich was abgebrannt. Natürlich, die Bases sind alle abgebrannt, aber nicht vollständig. Und wir gucken hier aber mal ab, jetzt muss ich mal gerade schauen. Da gucken wir uns den ersten an, der Waveliner mit seinem ersten Angriff. Zweiten hat er leider verpasst, weil auch dort RL mal so ein bisschen in die Quere kam, aber eigentlich gute 83% hier. Hat ja bis auf die 10 Level vom King ähnliche Konstellation wie meine Wenigkeit. Hat die Hawks allerdings schon auf 6, die laufen bei mir hier gerade. Und so ist das aber eigentlich ein schöner Angriff hier gewesen, auch mit hohen Prozenten hier in dem Bereich. 5 auf 5 ist ja eher unüblich bei uns, aber beim 15er, da gerade wenn früh im RH9 Bereich gedreiert wird, dann hast du gar nicht so die großen Chancen, so extrem nach oben zu gehen oder aber noch extrem was unten zu holen, weil in der Regel ist da nämlich schon alles zu und deswegen hasse ich 15er CKs. Wir gucken hier den Waveliner einfach mal ein bisschen zu. Und das muss ich jetzt mal zumachen hier. Das ist ja blöde. Oh. Ja, so ist es besser. Ich hatte hier noch im Hintergrund was auf. Ja, so sieht das viel, viel besser aus. Und
schöner Zweisterner. Hier wird die Mitte schön entkernt mit Valkyren. Ah, ist auch ein guter Mix. Ich habe ausschließlich mit Bolan angegriffen. Gerade in meinem zweiten Angriff, der war zwar nicht schlecht mit 80%, aber da muss einfach auch auf so eine Base, die ich angegriffen habe, viel, viel mehr kommen. Und aber vom Gegner, die Defenses, also die gegnerischen Bases waren oder sind sehr, sehr gut. Also da müsst ihr echt nicht viel dran tun. Das ist eine richtig krasse und knackige Sache hier. Wie gesagt, es hat einfach nur an dem einen Stern gelegen mit, ja, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre, am Ende war es ja doch noch sehr, sehr knapp, denn da war der Gegner nochmal mit seinem letzten Angriff kurz vorm RH11 drei Stern und dann wäre das ein Unentschieden geworden. Na, nach Prozenten bin ich mir nicht sicher. Hätte es auch was werden können, ich glaube, dann hätte der Gegner etwas mehr Prozente gehabt als wir, aber ja, ich sage ja, noch ein kleines bisschen Glück hatten wir diesmal, das haben wir ja nicht immer. Aber es sah zeitweise so aus, da haben wir auch wieder ein bisschen den Kopf hängen lassen und haben gedacht, ah, das wird nichts. Ja, denn die Jungs und Mädels vom, weiß nicht, was Mädels sind, No Kids Clan, haben uns gut zugesetzt. Und ich mag ja solche CKs, die so richtig krass auf Augenhöhe sind, wo keiner dem anderen irgendetwas schenkt oder einschenkt. Und ja, mich hat das nur gefreut, war ein toller CK von beiden Seiten. Und da kann man auch nicht sagen, der Bessere hat gewonnen, sondern einfach nur der Glücklichere hat gewonnen. Denn das war absolut hier auf gleicher Höhe. Und da machen wir uns auch nichts vor. Auch die CK-Siege können sich sehen lassen. Man wird auch nicht umsonst Clan Level 12. Also da gehört doch schon einiges zu. Und dann ist man auch schon sicherlich mit einem gewissen Stamm länger dabei. Das ist einfach so in so hohen Clans. Da hast du wenig Rotation drin oder Rotation drin, dass immer wieder neue Leute kommen und viele gehen. Und das ist ja bei uns auch nicht so. Bei uns ist das ja auch nur sehr, sehr vereinzelt im Moment. Das tut mir ein bisschen leid für einige, die bei uns neu sind, die ich nicht mit in die nächsten CKs genommen habe. Es liegt einfach daran, dass eure Def für eure Helden zu hoch ist und ihr im Ranking einfach zu hoch seid und die Bases selbst 2-3 unter euch nicht schaffen könnt. Und deswegen machen wir zurzeit kleinere CKs, um hier weiter so ein bisschen den Erfolg an der Stange zu halten und hoffen einfach, dass die Leute recht zügig nachkommen. Ja, es liegt immer eine Woche dazwischen, kann Supercell ja vielleicht mal ändern, dass man das irgendwie kürzen kann, weiß ich nicht. Zweiter Bauarbeiter, weniger Tage für die Helden, weil sie ja jetzt doch relativ hoch gehen. Und für jemanden, der ja jetzt in Clash of Clans einsteigt und sieht da, oh, 45er Helden, naja gut, die mache ich mal eben. Und wird dann aber feststellen, dass ab Level 15 Queen, King und Queen jeweils 7 Tage brauchen. Dann kann man sich mal ausrechnen, wie viele Wochen man eigentlich mit den Sachen noch zu tun hat. Kurzer Ausblick auf den nächsten CK, das ist also eine reine CK-Folge hier, da geht es um nichts anderes. Wir haben oben 4 Elfer, der Gegner hat einen Elfer mehr und wir gucken eigentlich immer in den Elfer, in den letzten Elfer einmal rein. Das ist ein reiner Elfer, ja, 2er Adler, 2 Infernos und den Rest gut. Also gute Base, die Helden vielleicht nicht ganz so stark, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 ein paar Zehner mit noch einem Elfer, der aber auch jetzt nicht so wirklich der Überflieger ist, auch von den Truppen her nicht. 240 Truppen wird er wohl haben, denke ich mal, weil er ja schon mal ein R10 war. Hat er auch nicht. Ja, also mit 220 Truppen und dieser Base hier, glaube ich, das ist für uns machbar im unteren Bereich. Sieht es beim Gegner, Entschuldigung, etwas Mauer aus mit einem 8er und einem 7er. Wir haben auf alles andere verzichtet und haben nur 9er mitgenommen hier unten. Also ein ganz, ganz kleiner Vorteil, aber auch nicht wirklich hoch. Und wenn ich meinen direkten Vergleich mal wieder sehe, 8 auf 8, kann man ja mal machen, auch wenn man es nicht macht. Das sieht gut aus von den Truppen her. Ganz ähnlich wie meine Wenigkeit. Ich habe hier hinten den Baby erst gemacht, bevor ich den Miner gemacht habe, aber greife ich eh nicht mit an. Gut, die Helden sind jetzt etwas weiter von mir entfernt, die Zauber auch.
Und aber wir sind nicht mehr CK-Sterne. Mal schauen, ob ich bei meinem Gegner was reißen kann. Die Base ist maxed out, würde ich mal so sagen. Da gibt es, glaube ich, nichts, was der Kollege noch ausbauen muss, außer seine Helden. Und mal gucken, wie ich mich da schlage. Oder halt hoch oder runter gehe. Aber unsere Neuner werden sicherlich hier oben in diesem 10er-Bereich, hier so in dem Bereich, ein bisschen was machen können. Vielleicht ein, zwei Sterne schon mal. Denn hier unten, das ist eine klare Sache. Das ist überhaupt kein Thema. Und das wird schon. Ich habe es ganz vergessen. Ich bin schon Level 162 und auf einem richtig guten Weg zu 163. Und ich spende im Moment gar nicht so viel, weil ich gar nicht so viel mache. Zurzeit, unser Clan ist jetzt noch 494 Punkte von Clan Level 13 entfernt. Also es sind wirklich nicht mehr viel CKs. Und schön wäre natürlich, muss mal reinschauen, wie viel bekommt man hier. 174 für einen 15er gewonnen. Also ist nicht gerade wirklich viel. Das sind dann noch ein paar CKs, bevor wir hier 13 werden. Ob nun mit Gewinn oder mit Verlust. Wenn wir die 50 abziehen, die wir nicht kriegen für den Gewinn, dann müssen wir noch viel mehr CK spielen. Also mal gucken. Im Moment vieles Rot hier, wenig Grün. Aber das Kriegslock ist grün. Wie grün. Ja, nicht so wirklich super grün. Aber gemischt. Kann man mitleben. Ich werde ein bisschen weiterfahren. Bei mir in der Base hat sich gar nichts getan. Ich muss ein bisschen reinhauen. Denn meine Dev soll jetzt auch auf Maxed Out gehen. Oh, das stimmt gar nicht. Ich sehe es gerade, Leute. Oh, mein zweiter X-Bogen ist ja fertig. Stimmt, ich habe 2 von 5 Bauarbeitern frei. Dann wollen wir den mal tauschen. Und 2,8 habe ich. Ich habe ja ein bisschen was dazu bekommen durch den gewonnenen CK. Ja, da muss man noch ein bisschen was machen. Das wird auf jeden Fall ein Ziel werden für mich heute Abend. Ich denke mal, wir legen gleich noch eine Runde Schub ein. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, sehen wir uns diese Woche in einigen Folgen Clash of Clans wieder, wenn der Toto wieder erscheint. Bye, bye. Und aus.